Ja, ich möchte den Jürgen Stockmann noch mal ganz herzlich begrüßen und ankündigen. Er war der Erste, der sich gemeldet hat, um meinen Beitrag hier geben zu dürfen per Mail. Und diese Mail war wirklich sehr, sehr herzlich und hat mich beeindruckt, weil er geschrieben hat, Sie haben ganz viel Forschung gemacht, praktizieren schon ganz lange und Sie haben sich bisher noch gar nicht an die Öffentlichkeit getraut mit dem, was wir ja gleich sehen werden. Und es ist eine Ehre für uns, weil er hat gesagt, irgendwie hier hat er das Gefühl, hier hat er den Raum und den Schutz auch und die Menschen werden so weit, das aufnehmen zu können und das finde ich ganz toll. Vielen Dank. Ja, die Forschung bei uns hat vor 19 Jahren begonnen. Ich bin über meine eigene Krankheit letztendlich auf einen völlig neuen Weg geschoben worden. Ich war früher Ingenieur. Die Schulmedizin hat mir gesagt, wenn Sie Glück haben, sitzen Sie erst in 5 Jahren im Rollstuhl. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Der Körper ist so intelligent. Die wollten mir hinten eine Platinschiene einschrauben. Und da hat mein Bauch gesagt, das ist nicht der Weg. Und deswegen bin ich völlig neue Wege gegangen, bin eigentlich immer auch von oben geführt worden und konnte mich bis heute auch vertrauensvoll darauf verlassen. Und das will ich euch hier heute vorstellen, dass Heilung letztendlich auch ganz einfach sein darf. Und ich habe Joe vorhin gesagt, wenn in 10, 20, 30 Jahren jeder zu Hause so einen kleinen Leuchtdiodenscheinwerfer im Arzneimittelschrank hat, vielleicht braucht er dann 80-90% seiner Arzneimittel und andere Dinge nicht mehr. Und das möchte ich euch heute vorstellen. Aber gestattet mir 2 Vorbemerkungen. Die eine mache ich gern und die andere ist eine Pflichtsache, die ich hier bringen muss, weil es sich um heilerische Aspekte handelt. Ich muss euch auf ein paar juristische Sachen hinweisen. Aber vorneweg erstmal, ich bin total dankbar dafür, dass es diese Leute gibt, die sowas organisieren. Als mein Sohn mir vor Jahren gesagt hat, Mensch Papa, wenn du mit dem System so unzufrieden bist, warum tust du nichts dafür? Und da habe ich gesagt, ich bin in der Gesundheitsforschung so beschäftigt, ich habe weder die Kraft noch die Zeit noch das Geld, um die anderen Bereiche zu kümmern, da müssen andere kommen. Und da bin ich total dankbar, dass ihr alle euch hier findet und an diesen Dingen mitarbeitet. So, der zweite Aspekt ist ein juristischer. Wir dürfen laut Gesetz über neue Therapieformen sprechen. Aber ich muss Sie darauf aufmerksam machen oder euch darauf aufmerksam machen, dass diese natürlich noch keinem wissenschaftlichen Standard entsprechen. Das heißt, ich müsste immer Klimmzüge machen, sagen könnte, würde nach unserer Vorstellung, nach unseren Beobachtungen, werde ich das auch so weit wie möglich machen. Damit wird der ganze Vortrag natürlich etwas verwaschen. Am liebsten würde ich sagen, das ist so. Und davon sind wir auch begeistert. Aber das dürfen wir im Rahmen der Gesetzgebung nur dann machen, wenn mehrere internationale Studien dazu gemacht wurden, die alle zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind. Und als zweiter ganz wichtiger Aspekt, die Mehrheit der Schulmediziner das als Fakt akzeptiert. So, das heißt, ich bewege mich hier oben auch so ein bisschen auf dem Glatteis, weil ich, wenn ich mal mich zu einer Aussage hinreißen lasse, bitte seht das so alle, dass das dann letztendlich aber kein wissenschaftlicher Fakt ist, sondern das ist immer nur unsere Beobachtung und unser Erklärungsmodell, nichts anderes. Gut, und damit habe ich euch hier drauf hingewiesen. Nochmal kurz, wie bei zu Nebenwirkungen fragt den Arzt und Apotheker. Das hier vorgestellte Verfahren gehört nicht zum allgemeinmedizinischen wissenschaftlichen Standard. Seine Wirksamkeit ist im medizinjuristischen Sinne weder hinreichend gesichert, noch anerkannt, noch in seiner Wirksamkeit durch internationale Studien nachgewiesen. Alle hier gemachten Aussagen sind ausschließlich der Beobachtung der arbeitenden Heiler, haben keinen Anspruch auf Reproduzität, können rein zufällig sein, dienen zur Diskussion und sind kein gesichertes schulmedizinisches Wissen. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Vortrag.
Wir inkarnieren ja nun seit tausenden von Jahren als alte Seelen und ihr seid alles alte Seelen. Sonst wärt ihr nicht hier und arbeitet deswegen hier in Deutschland mit daran, dass hier ein ganz anderer spiritueller Level erzeugt wird. Aber wir sind seit tausenden von Jahren immer wieder hier inkarniert auf diesem Planeten und haben eine Macke. Wir haben keine Betriebsanleitung. Jedes Gerät, was heute auf den Markt gebracht wird, hat eine ordentliche Betriebsanleitung. Da muss man an dem Knöpfchen drehen und an den dritten. Wie sieht das hier bei uns aus? Das ist unser Werdegang, vielleicht. Ja? Aber wo ist denn bitte schön die Betriebsanleitung für dieses System? So, im 20. Jahrhundert ist eine Menge geforscht worden, auf dem chemischen Gebiet sind viele neue Entdeckungen gemacht worden. Das heißt, die Betriebsanleitung ist in dem Bereich richtig gut vorangetrieben worden. Aber natürlich dann auch alles wieder gekippt, sodass diese ganzen chemischen Mittel heute dem Profit dienen. So, und wir haben die Chance gehabt, jetzt seit 19 Jahren so nach und nach ein neues Kapitel, vielleicht neues Kapitel, an dieser Bedienungsleitung, Anleitung zu erkennen und daran zu arbeiten. Und das stelle ich euch hier vor. Ja? Wir haben als erstes unsere Seele. Wir sind hier auf einem Planeten, der sich von der Schwingung anhebt. Und dementsprechend kommen wir auch so nach und nach in ganz andere Seelenpotenziale hinein. Aber wenn wir hier inkarnieren, stellt uns Mutter Erde eben auch ein Gefährt zur Verfügung. Ja? Es gibt seit alters her diese Ritualpötte, die innen leer sind, die oben eine Öffnung haben, die man als Kumbha bezeichnet. Das heißt, der Körper als Gefäß. Dieser Körper als Gefäß besteht aber aus mehreren Anteilen. Und das eine, und da kümmert sich die Schulmedizin drum, das ist der physische Körper. Und ein Teil, den wir zur Erklärung immer mit dazu nehmen müssen, damit wir auch auf einer anderen Ebene das erklären können, ist für uns der Ätherkörper. So, und ohne diesen Ätherkörper funktioniert aus meinem Erklärungsmodell nichts. Das heißt, wenn wir den nicht berücksichtigen, und das werden wir uns mal ein bisschen angucken, und dann gucken wir uns die Therapieform an. Ja? Es gibt unterschiedliche Begriffe, wie der Mensch ist abgehoben, er ist nur noch im Kopf, er steht neben sich. Das kann man, da kann man die Leute praktisch in die Klapse bringen, aber letztendlich heilen können sie die Leute damit nicht. Weil wenn die Ätherkörper irgendwo verrückt sind, ja, dann kommen die nicht mehr an ihre Funktionen dran. Ja, dann können die nur noch auf bestimmte Sachen zugreifen. Oder wenn die Ätherkörper nach oben wegdriften, dann nehmen die irre viel aus dem Kosmos, aus dem kollektiven Bewusstsein wahr, können das aber nicht mehr erden. So, und das will ich ganz kurz mal so als Beispiel bringen. Wir haben viele Patienten, die berichten, wenn sie im Koma waren, dass sie hinterher genau berichten können darüber, was ist dort eigentlich passiert, wo die Schulmedizin sagt, ja, das gibt's nicht. Ja, bei Schock treten Ätherkörper aus, kommen oft nicht wieder richtig runter. Darum ist eben auch in der Schockprävention, dass nach 3, 4, 5 Stunden der Schock immer noch eintreten kann. Wenn die Ätherkörper nämlich draußen sind, funktioniert letztendlich das ganze System nicht mehr richtig. Und nach Operationen haben wir es eben auch häufig, dass bei den Menschen eine Wesensveränderung stattfindet, weil die Ätherkörper raus sind und nicht wieder richtig reingekommen sind. Beste Beispiel dafür war meine Mutter, das kann ich aber vielleicht mal später erzählen. So, hier haben wir ein typisches Beispiel für eine Astralreise. Da gehen die Leute gezielt mit dem Ätherkörper raus und auf Reisen. So in etwa müssen wir das vorstellen, dass das bei einigen dann automatisch passiert und die dann letztendlich mit ihren Ätherkörpern woanders hängen und nicht wieder runterkommen. So, jetzt kommt der nächste Aspekt. Wir haben Energiebahnen aus der chinesischen Meridianlehre. Und diese Meridiane, die laufen bei uns durch den physischen Körper, aber sie speisen diese Ätherkörper. Das ist so die eine Erkenntnis. Es gibt noch sehr viel mehr Energiebahnen, als die Chinesen mit ihren 12 oder 14, 16 Meridianen haben. Aber das ist zumindest schon mal ein richtig guter Denkansatz. Ja? Und sie speisen den Ätherkörper. So, hier habe ich mal ein Beispiel gebracht von einer Zellteilung. Ja, eine Frau wird schwanger. So, und jetzt setzt die Zellteilung ein. Innerhalb von 8 bis 10 Wochen entsteht daraus ein richtiger Körper.
Ja, da sitzen die Muskeln an der richtigen Stelle. Die sitzen an den richtigen Knorpelstellen. Dazwischen entsteht ein Blutsystem, dazwischen entsteht ein Nervensystem. Wie von Geisterhand. Wenn die Schulmedizin sagt, das liegt alles an den Genen, dann können die mir, das glaube ich denen nicht. Das heißt, wir können sehr schön sehen, wie hier von Geisterhand auf der einen Seite die Polkörperchen oben auseinandergehen. Der Zellkern löst sich auf. Wie macht der das? Wenn da nicht ein übergeordnetes Feld ist, das diese ganzen Sachen steuert. Und wenn einige sagen, ja, das kann ich mental beeinflussen. Ja, an bestimmten Grenzen ja. Aber Mutter Natur lässt sich da nicht ins Handwerk fuschen und sorgt mit einem ganz klar ausgeprägten Ätherkörper dafür, dass dieses Wunder jedes Mal wieder vonstatten geht. Und wenn die Geburt stattfindet und ihr habt dieses kleine Kind auf dem Arm, wie perfekt das ist. Ja, wie perfekt auch die Persönlichkeit dieses Babys da schon da vollkommen drin ist. Es ist vollkommen. Und das liegt nicht nur an den Genen, zumindest unserer Meinung nach. So, wo kriegt dieser Ätherkörper jetzt seine Energie her? Die Chinesen sagen, das ist ein geschlossenes System. Die eine Energiebahn geht nach unten, die andere geht nach oben. Wir haben mehr herausgefunden. Wir können ganz klar sagen, der Körper zieht sich die Energie, diese feinstoffliche Energie, von der du eben gesprochen hast, die ihr für die technischen Sachen einsetzen wollt, die spüren wir seit 15, seit 20 Jahren, wie die über die Hände und über die Füße in unseren Körper hineinfließt. Aber, da wird der eine oder andere sagen, ja, Moment, die feinstoffliche Energie, die kommt auch von oben rein. Ja, natürlich, die gibt's auch. Die eine Energie wird von Mutter Erde zur Verfügung gestellt. Das ist Äther. Und das andere ist die spirituelle Energie. Auch die Sachen gibt es. So. Und wenn wir uns das jetzt mal genauer angucken, wir nehmen einfach mal eine dieser Energiebahnen. Über die zieht sich der Körper die Energie über die Füße, hier in diesem Fall über die Füße. Was ist, wenn da irgendwo eine Blockade drauf ist? Mich interessiert nicht, wie die Blockade entsteht, sondern mich interessiert, wie ich die Blockade wegkriege. Und das passiert letztendlich mit dem Rotlicht. Und das haben wir vor 13 Jahren festgestellt, dass wir mit diesem Rotlicht, mit diesem kleinen Leuchtdiodenscheinwerfer, wenn wir das an den entsprechenden Stellen aufsetzen, kriegen wir diese Blockaden auf. Und damit sind wir viel grundsätzlicher bei der Heilung eines Menschen dabei, als wir das mit jedem Medikament hinkriegen. So. Wenn eine Blockade da ist, der Körper braucht ja weiterhin seine feinstoffliche Energie. Wenn das da unten blockiert ist, wo holt der sich die her? Und das ist der zweite wesentliche Aspekt. Er holt sich diese Energie aus den Muskeln. Das heißt, wenn wir uns nachts ins Bett legen, können die Muskeln sich ein Stück entspannen, nehmen wieder feinstoffliche Energie auf oder über den Tag verteilt lutscht der Körper diese Muskeln leer. Wenn die Muskeln leer gelutscht werden, und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dann verspannen die sich. Ich habe gerade wieder einen Krankenkassenbericht gesehen, wo die Masse der Krankheiten heute Krankheiten des Bewegungsapparates sind. Das sind alles verspannte Muskeln. Als ich früher mit Chiropraktik gearbeitet habe, habe ich bei den Leuten die Muskeln richtig schön weich gekriegt. Und wenn die nach einer Woche wiederkamen, waren die Muskeln wieder verhärtet. Ich bin bald wahnsinnig geworden. Und durch dieses System kriegen wir so nach und nach die Energiebahnen in den Körper frei. Die Muskeln können entspannt sein und der Mensch kann ganz anders funktionieren. Muskeln haben einen Bewegungsapparat. Wir haben sie in den Organen, wir haben sie in den Gefäßen. Also in ganz vielen Bereichen gibt es heute Möglichkeiten, da wieder drauf einzuwirken. Ja. Hier habe ich zum Beispiel ein Bild vom Professor Popp, wo der oberflächliche Energiebahn mal mit einer Infrarotkamera dargestellt hat. Und da könnt ihr zum Beispiel sehen, hier überall, wo die gelben Stellen sind, zwischen dem Roten, da wo es rot ist, da fließt die Energie. Aber da, wo die gelben Stellen sind, da fließt die Energie nicht. So, und das wollen wir lösen. Und genau an den Stellen können wir das messen, mit dem Tensor, natürlich hochwissenschaftlich, brauche ich nicht weiter zu erklären, können wir das mit dem Tensor messen, setzen das Rotlicht auf und nach einer gewissen Zeit haben sich die Zellen so umstrukturiert, dass sie die feinstoffliche Energie wieder durchlassen. Hallo? Damit stellen wir die Menschen alle wieder auf ihre eigenen Füße. Ja? Ja, und dann gehen wir weiter und gucken uns die nächsten Blockaden an, sodass der Energiefluss letztendlich wieder sauber fließt. Den Herrn kennt er inzwischen.
Der ist nämlich auch mit dazu erforderlich. Das heißt, feinstoffliche Energie, wir brauchen einmal die Rotlichtscheinwerfer, um die Zellen zu stimulieren. Wir geben aber auch eine Menge eigener feinstofflicher Energie dazu. Nicht wie bei der spirituellen Energie, die man von oben durchlenkt, sondern da, bei dieser Therapieform geht es nicht darum, wasch mich, aber mach mich nicht nass, sondern da sind wir mitten integriert. Und das will ich euch kurz zeigen. Das heißt, als erstes lege ich meine Aufmerksamkeit auf die Stelle, die behandelt wird. Als zweites gebe ich meine Herzenergie dazu und dann fließt aus meinem Körper feinstoffliche Energie dort an die Stelle hin und sorgt dafür, dass die Zellen sich verändern können. Die braucht man, um die Zellen zu stimulieren. Ja? Wenn ihr euch Blattgrün anguckt in den Zellen, das Blattgrün braucht 642 Nanometer im Rotlichtbereich, damit das Grün produziert wird. Wir brauchen hier 632 Nanometer und ohne das Rotlicht funktioniert das nicht. Das haben wir ausprobiert. Ja, wir haben auch Geistheiler dabei gehabt und das ist ein physikalischer Effekt, den wir hier haben. Wir können das von unserem Körper auch nicht irgendwo aus dem Sonnenlicht holen und das umsetzen, sondern wir brauchen das in relativ konzentrierter Form. So, die Energie fehlt mir und ich ziehe mir die Energie über die Füße wieder nach. Das kann ich nur, wenn ich offene Energiebahn habe, sonst bin ich nach einem Patienten so platt, dass ich für den Rest des Tages nicht mehr arbeiten kann. So, und dann gibt es noch den nächsten Aspekt, den wir hier im Augenblick im Raum auch haben. Wir haben hier irre viele Engel, die hier die Energie hochziehen. Diejenigen, die feinfühlig sind, die können das richtig gut merken. Ja? Wenn wir unsere Engel darum bitten, bei dieser Behandlung zu arbeiten, mitzuarbeiten, die Aufmerksamkeit mit draufzulegen, merken wir, was für ein zusätzlicher Energiefluss bei uns über die Füße nachfließt. Das heißt, deswegen sind Engel für mich heute völlig selbstverständlich, weil ich das physikalisch spüre. Und das sage ich als alter Ingenieur. Gut. Ich bringe euch mal jetzt noch ein paar Beispiele, was mit Muskelverspannungen passiert. Das Rotlicht stimuliert die Zellen. So, du brauchst aber in diesen Zellen feinstoffliche Energie und diese feinstoffliche Energie muss irgendwo herkommen. Und die können die Patienten oft, weil sie sehr wenig Energie haben, nicht selbst ziehen. Also gibst du die entweder als Behandler dazu oder wenn du deine Engel um Hilfe bittest. Genau. So. Es gibt ein großes schulmedizinisches Dogma und darum werden heute so viele Gelenke operiert. Ja? Das heißt, ein kaputtes Knie, da geht nichts anderes als operieren. Und jeder Operateur, Medizinhandwerker, dem glänzen die Augen und bei dem klingelt es natürlich auch irgendwo im Gehirn, der sagt, da gibt es nur eine Lösung. Operieren, operieren, operieren. Ja, dann hätte ich heute schon meine Platin-Schiene hier hinten in der Wirbelsäule und würde im Rollstuhl sitzen. So. Es gibt einen fantastischen Schweizer Arzt, den Dr. Michel Fürther, der hat ums Jahr 2000 herum Experimente gemacht mit Maultieren. Und zwar hat er denen eine Federmanschette ums Knie gelegt, sodass der Knorpel innen drin ein bisschen zusammengedrückt wird. Wenn der Knorpel zusammengedrückt wird, kann er keine Nährstoffe mehr aufnehmen. Weil es geht nicht über Blutgefäße, sondern wie ein Schwamm wird das zusammengedrückt. Und in dem Augenblick funktioniert das nicht mehr. Der Knorpel wird hart spröde und scheuert sich ab. Nach 2 Wochen fingen diese Tiere an zu hinken. Nach 4 Wochen waren die nicht mehr bereit, sich zu bewegen. Dann hat er wieder reingeguckt und hat festgestellt, oh Gott, der Knorpel ist weg. Hat gesagt, oh Gott, das hätte ich nie gedacht, dass innerhalb so kurzer Zeit der Knorpel weg ist. Hat gesagt, die Tiere kriegen bei mir auf jeden Fall ein Gnadenbrot. Hat sofort die Manschetten abgenommen, hat denen auch noch Gelenkschmiere reingespritzt. So, und dann hat er die erstmal auf der Weide gelassen. Nach 3 Wochen kam er wieder an der Weide vorbei und sagte, Mensch, verdammt nochmal, da sieht es ja so aus, als ob der sich bewegt. Nach 5 Wochen trabten wir die durch die Gegend und nach 8 Wochen tollten die herum, als wäre nie etwas gewesen. Hat er gesagt, das kann doch nicht sein. Hat wieder reingeguckt, hat gesehen, Knorpel ist nachgewachsen. Aha, also, wenn ich die Rahmenbedingungen verändere und das schaffe,
können wir uns vielleicht aus diesem, ich sage jetzt bewusst wieder vielleicht, aus diesem schulmedizinischen Dogma lösen und kriegen da vielleicht auch wieder eine Gelenkregeneration hin. Wir haben etliche Patienten, bei denen das geklappt hat. Aber juristisch, es kann alles wieder Zufall gewesen sein. Ja? Ja, ich mache hier so ein bisschen Eiertanz, damit ihr seht, ich will Botschaften rüberbringen, aber ich muss mich juristisch korrekt ausdrücken. So, das hat er gemacht. So, nächsten Bereich, Verspannung Wirbelsäule. Ich bin das beste Beispiel. Ich bin im Jahr 2008 mit meinem ganzen Praxisteam auf dem Jakobsweg gegangen. Ich habe meinen Rucksack getragen, ohne jegliche Probleme. Und jeder Arzt hätte gesagt, seit 9 Jahren hätte ich im Rollstuhl sitzen müssen. Verspannung Organe. Zum Beispiel die Blase. Ich war erschrocken, wie viele Leute nachts zum Klo müssen. Und dann haben wir ganz einfach mal die Energiebahnen, die da hochgehen, zur Blase geöffnet. Und siehe da, diese Menschen konnten nachts durchschlafen. Alles wieder Zufall. Okay? Ein Erklärungsmodell, was sich für uns daraus ergeben könnte, heißt, wenn die Blase wieder mehr Energie kriegt, wenn sie wenig Energie hat, dann ist sie verspannt. Und wenn sie dann ein bisschen gefüllt ist, dann kommt das an die Dehnungsrezeptoren und die Dehnungsrezeptoren sagen dann zum Klo und sofort. Oh, ich sehe, einige lachen, einige kennen das Thema. In dem Augenblick, wenn die Blase wieder mehr Energie kriegt und sich entspannt, na, dann kommen die Dehnungsrezeptoren ganz, ganz langsam und heißt, na ja, gut, eine halbe Stunde oder eine Stunde, geh mal zum Klo, dann könnte die Blase voll sein. Also spannende Sachen, die allein durch das Öffnen von Energiebahnen wieder funktionieren. Ja? Verspannung von Gefäßen. Ja, wir haben Patienten, da ist rein zufällig wieder passiert, da haben wir die Füße unten aufgemacht an den Zehenspitzen und rein zufällig haben alle diese Patienten, nicht alle, aber ein ganzer Teil von denen, plötzlich, obwohl sie 20, 30 Jahre immer kalte Füße hatten, Fußbäder machen konnten, sonst was, plötzlich wieder durchblutete warme Füße. Unser Erklärungsmodell könnte wieder sein, wenn unten keine Energie über die Füße reinkommt, lutscht der Körper die Gefäße leer. Die verspannen sich von den Muskeln. Das heißt, es geht zwar noch Blut durch, aber der Stoffaustausch mit dem umliegenden Gewebe ist gestört. So, dann funktioniert da unten die Warmwasserheizung nicht mehr. Ja? In dem Augenblick, wenn der Körper die nicht mehr leerlutschen muss, weil er die Energie wieder aus dem Kosmos kriegt, können die sich entspannen und dann könnte es eben auch passieren, dass sie wieder warme Füße haben. Es gibt noch einen anderen Bereich, Stoffwechsel. Und der ist für mich vielleicht sogar noch wichtiger. Das heißt, wenn wir hier unten eine Blockade haben, dann zieht der Körper dort die Energie nach. Auch wenn er sie oben aus den Muskeln lutscht, versucht er von unten die Energie zu bekommen. Und diese Energie, die muss ja irgendwo im Körper bleiben. Die sammelt sich am Stau und unser Erklärungsmodell heißt jetzt wieder, dort wird die Energie ins Blut abgelenkt. Das sind jetzt unsere Beobachtungen seit 13 Jahren. Das heißt, bei vielen Menschen ist das Blut zu energiereich. Gesundes Blut ist energiearmes Blut. So, und wenn das Blut zu viel Energie hat, wir gucken uns hier mal 2 Dunkelfeldbilder an. Das ist Blut, was energiearm ist. Da sind die ganzen roten Blutkörperchen, die sind hier als Kreise zu sehen, sind allein, stehen richtig proper in der Blutflüssigkeit. Die Blutflüssigkeit ist völlig klar. So. Und das ist ein Blut, was sehr energiereich ist. Das ist verschleimt. Das heißt, unser Erklärungsmodell sieht heute so aus, wenn diese Energie im Blut landet, dann fängt das Blut an, diese Energie dadurch wieder abzubauen, dass es Eiweiße produziert. Sinnlose Eiweiße. Und dann wird das Blut dickflüssiger. Und ein Teil dieser Eiweiße wird ins Bindegewebe gepackt. Und das geht eine ganze Zeit gut. So lange, weil das Bindegewebe ist das Zwischenglied zwischen der Blutbahn und der Organzelle. Aber irgendwann ist dieser Transportweg gestört. So, und dann funktionieren die Organe nicht mehr richtig. Und dann können die Leute Nahrungsergänzungsmittel nehmen, so viel wie sie wollen. Die teuersten, die besten, überall her. Dann kommt das da über den Transportweg nicht mehr rein. Und das Spannende ist für uns, aus unserer Beobachtung, wenn wir bei den Patienten Narben entstören,
dann sieht nach einem Dreivierteljahr ein solches Blutbild wieder so aus. Dann sind diese kachektischen Patienten mit einem blassen Gesicht, haben wieder eine rosa Gesichtsfarbe. Die strahlen wieder, die haben wieder eine ganz andere Vitalität. Die merken, die sagen auch, Herr Stockmann, ich bin wieder ein ganz anderer Mensch, ich bin so wie früher. Und das mit so einem simplen kleinen Rotlicht. Eine Vision, die sich daraus für mich ergibt, ist, in den ersten 20 Jahren unseres Lebens, wir haben zwei Stoffwechsel. Der eine, der baut uns auf und der andere sorgt dafür, dass die Schlacken rauskommen. Und in den ersten 20 Jahren ist der Aufbaustoffwechsel stärker, stärker, stärker. Der Mensch muss wachsen. So, der Abbaustoffwechsel kommt dann irgendwann dazu und irgendwann halten sich diese beiden Stoffwechselsysteme die Waage. Und jetzt kommt ein schulmedizinischer Fakt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt kippt das System. Das heißt, der Aufbaustoffwechsel geht immer mehr in die Knie und der Abbaustoffwechsel geht immer mehr in die Höhe. Ja, warum wohl? Unsere Erklärung? Wenn das Bindegewebe vollgepackt ist mit Eiweißen und verschlackt ist, na, dann findet der Stoffaustausch von der Zelle nicht mehr übers Bindegewebe in die Blutbahn statt, sondern dann findet der Abbauprozess dann im Bindegewebe statt. Und das ist dann letztendlich der Anwachsen des Abbaustoffwechsels. Und da keine Nährstoffe mehr in die Zellen reinkommen, geht der Aufbaustoffwechsel immer mehr in die Knie. Und das ist unser Traum. Ja, dass wir bis 110, 120 vielleicht in einer ganz anderen Vitalität sind, in einer anderen Grundstruktur. Und das sind die Träume, für die ich lebe. Und dafür forschen wir jeden Tag weiter und weiter. Es gäbe hier noch eine ganze Menge mehr zu sagen, aber an dieser Stelle hören wir auf. Es ist so traumhaft, mit so wenig Geldeinsatz, mit ein bisschen Zeitaufwand, letztendlich vielleicht wieder ein Stück Gesundheit, ein Stück Lebenswürde zu produzieren. Einer meiner Träume ist die weisen Alten. Meinetwegen leben bis 120, aber dann nicht alt und gebrechlich, sondern in einer guten Vitalität, in einer Schaffenskraft, dass gerade diese Menschen, die Lebenserfahrung haben, die Weisheit haben, dass sie auch die Chance haben, diese Weisheit hier in unsere Gesellschaft einzubringen. Und ich sehe so viele Leute, die heute die Haupthaarfarbe grau haben. Und ich bin total dankbar dafür, dass ihr hier mit dabei seid. Herzlichen Dank. Ja, ganz vielen Dank. Ah, ich habe noch einen Augenblick Zeit. Da sind einmal Fragen. Ich habe nämlich an einer Stelle des Vortrags abgebrochen, weil ich gesagt habe, okay, 15 Minuten. Aber wenn da noch Fragen sind, dann beantworte ich die gern. Und dann kann ich vielleicht den einen oder anderen Impuls auch für heute Nachmittag noch dazugeben. Ja. Nö. Den gibt es bei... Ich darf hier keine Namen nennen. Den gibt es bei... Der liegt so bei 10, 15 Euro. Leuchtdiodenstrahler, LED-Strahler. Ja? Ja? Wir haben hier noch so ein paar kleine Schlitze reingemacht. Wir haben hier auch einen Deckel draufgesetzt. Mit 9 Volt betreiben. Ja? Dann hat er genau die Wellenlänge, die er braucht. Hey, die Evolution ist so brillant und ist so einfach damit. Und wir kommen auf so andere Levels. Ja? Ich träume davon, dass in 20, 30 Jahren die Leute das alle zu Hause haben. Hey, super. Und dann auch noch unsere Erfahrungen, die wir jetzt in 19 Jahren gewonnen haben, dann mit umsetzen. Ja, und dann sind wir eine völlig gesunde Gesellschaft. Es gibt inzwischen bundesweit an die 100 Therapeuten, die damit arbeiten. Es gibt in einigen Regionen auch Ausbilder. Es macht schon Sinn, auch zu wissen, wie misst man das. Wenn ich hier zum Beispiel unser Hightech-Messinstrument nehme, ja? Total wissenschaftlich, ja?
Und ich sage, wir haben unsere ganzen Messungen letztendlich damit erstmal gemessen und dann über andere technische Systeme verifiziert, dann kann ich sagen, das Ding funktioniert. Aber nur aus meiner Erfahrung heraus. Ja, nicht wissenschaftlich. Hey, allein, wenn ihr hier den Tensor an den Arm haltet, ihr könnt zum Beispiel sehen, wie bei mir die Energie in den Körper reinfließt. Ja, bei mir sind Energiebahnen geöffnet, das fließt ganz gut. Aber wenn ich zum Beispiel die Hände zu einer Faustballe und die Muskeln anspanne, dann könnt ihr sehen, der Energiefluss hört auf. Warum? Unser Erklärungsmodell, die Energie fließt entlang von Muskelgrenzen. Werden die Muskeln zusammengedrückt, ja, dann fließt keine Energie. Wenn ich jetzt die Hand wieder aufmache, fängt der Energiefluss langsam wieder an. Und das mit einem super Hightech-Instrument der neuesten Generation, nicht unter 8.000 oder nicht unter 12.000 Euro zu haben. Ja? So, und dann sind wir hier wieder bei dir, ja? Feinstoffliche Energie. Wir spüren tagtäglich, dass feinstoffliche Energie reinkommt. Wir können an dem Tensor sehen, für uns sehen, wie das funktioniert. Hey, der alte Goethe hat in Weimar die Leute mit Wünschelruten in die Stollen geschickt, damit die gucken, wo dort noch Erz ist. Ja, Goethe hat es uns damals schon vorgemacht. Wir sehen ihn nur noch aus unseren Gedichten heraus. Hey, der hat im feinstofflichen Bereich damit seine Farbenlehre erpendelt. Das heißt, wir haben viel mehr Möglichkeiten, im feinstofflichen Bereich zu arbeiten, als man uns das bisher weismachen wollte. Da ist noch eine Frage. Licht, Energie, Arbeit. Gibt auch noch einen Nachtrag nach Stockmann, aber das ist nicht so wichtig. Da hinten ist noch eine Frage. Nein, auch nicht eure Rotlichtlampe zu Hause. Die geht sehr viel tiefer ins Gewebe und sorgt dafür, dass eine Erwärmung stattfindet. 632 Nanometer sind wichtig. Und das, hey, einer meiner Patienten hat mal gesagt, man muss ganz schön verrückt sein, um mit einer Fahrradspeiche und mit dem Rücklichtscheinwerfer dran zu glauben, dass man die Menschen damit gesund kriegt. Ich glaube dran. Ja. Ich erkläre das nochmal. Also, die Frau hat gefragt, beim Elektrosmog verklumpt das Blut. Das heißt, wir haben die sogenannte Geldrollenbildung. Geldrollenbildung ist immer ein Zeichen dafür, dass dieses Blut durch Organbereiche gegangen ist, dort seine Energie abgegeben hat. Damit geht die Spannung im roten Blutkörperchen runter und dann pappen die aneinander. So. In dem Augenblick, wenn du mehr Energiefluss hast, hast du wieder ein ganz properes Energiepotenzial an den roten Blutkörperchen und du hast keine Verklumpung mehr. Das konnten wir immer wieder feststellen. Das heißt, wenn du die Energiebahn aufmachst, musst du dir in dem Bereich keine Gedanken mehr machen, oder könntest du dir vielleicht in dem Bereich keine Gedanken mehr machen müssen, dass Elektrosmog eine Auswirkung hat. Ja? Also, es geht uns nicht darum, irgendwas zu verbieten, auch elektromagnetische Wellen. Ich benutze auch mein Handy. Ja? Aber, hey, wir haben einen intelligenten Körper, wir haben ein intelligentes Energiesystem. Unsere Aufgabe ist nicht, euch irgendwas zu verbieten, sondern eure Körper, eure Energiesysteme wieder so fit zu kriegen, dass es mit allen Umweltbelastungen wieder klarkommt. Ja? Und da, wenn ihr die Energie über eure eigenen Füße, eure eigenen Hände wieder nachziehen könnt, hey, dann steht ihr auf euren eigenen Beinen. Ja, und dann seid ihr vielleicht auch nicht mehr auf Medikamente. Entschuldigung, ich darf das nicht so laut sagen. Ihr könnt euch das vorstellen. Kinder, ist klar, ich habe gesagt, in dem Bereich. Es gibt natürlich auch andere Bereiche, wo man Mobilfunk vielleicht auch ein bisschen kritischer sehen sollte. Ja, klar. Ich will hier auch keinen Freibrief aufstellen, aber allein für diese Körperfunktion, ja.
das ist natürlich nur mit einem Therapeuten möglich. Weil wir wollen euch ja in der Abhängigkeit halten und nicht auf eure eigenen Füße stellen. Darum träume ich ja davon, dass in 5 Jahren alle das zu Hause haben und alle das selbst machen können. Ja? Ich habe noch ein Thema, das kann ich hier noch ergänzen. Was wir auch gesehen haben, Auswirkungen auf die Zellschwingung. Wir haben gesagt, auf der spirituellen Ebene entwickeln wir uns mit Mutter Erde weiter, aber wir müssen ja auch unseren Körper nachziehen, mit seinen Zellen. Und wenn wir draußen im Umfeld durch Mutter Erde eine höhere Schwingung haben, dann geht unsere Zellschwingung hoch. Das heißt, wir gehen auch in eine ganz andere Inspirationsebene hinein. Aber nur so lange, wie wir Energie haben. In dem Augenblick, wenn keine Energie mehr nachkommt, okay, sage ich nicht zu. Ich zeige euch mal ein Bild von einem meiner Patienten. Der war bei Professor Popp zur Messung. Details sollen euch nicht interessieren. Also die grüne Kurve zeigt an Gesundheit. Und mein Patient hat dann gesagt, naja, ich sehe ja recht gesund aus. Ja, und der hat sich aber an den Kopf gekrabbelt und hat gesagt, hey, was ist denn mit Ihnen los? Normalerweise liegen bei unseren Patienten, hier sind 11.000, liegen die Frequenzen zwischen 0 und 10.000 Hertz. Bei Ihnen fangen die erst bei 11.000 an, gehen bis 102.000 Hertz. Und wir haben als Standard festgelegt, dass der Energiefluss, der aus dem Körper rausgeht, zwischen 4.000 und 8.000, was auch immer für Einheiten, nur sein darf. Sie geben nicht 4.000 oder 8.000, Sie geben 50.000 Energie ab. Das heißt, wenn wir Energie nachziehen, erhöht sich die Zellschwingung. Nach unserer Beobachtung. Hey, wir können mehr Energie abgeben. Ja? Es ist nicht nur für uns da, sondern wir sind in einem Flussprinzip. Wir sind im Wassermann-Zeitalter. Wassermann heißt, die Wasser des Lebens wieder zum Fließen zu bringen. Und damit arbeiten wir daran. Ja? So, und das ist eben die Krux, in der die Schulmedizin heute steht. Bis 1987, bis zur harmonischen Konvergenz, waren wir alle im Fischezeitalter. Seitdem hebt die Erde in regelmäßigen Abständen die Schwingung an. Das heißt, wenn wir heute im Jahr 2012 uns das angucken, dann haben wir eine doppelt so hohe Schwingung wie 1987. Wunderbar. Wir haben technische Innovationen gehabt. Wir kommen neue Inspirationen. Wir kommen zu einer Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit, die uns miteinander verbindet, sodass wir nach neuen Gesellschaftsstrukturen gucken können. Aber wenn hier die Menschen nicht genügend Energie nachkriegen, wie oft habe ich es in letzter Zeit gehört, Diagnose, 4 Wochen später tot. Wie oft? Und die Schulmedizin steht in vielen Bereichen eben auch ratlos davor. Ich möchte heute kein Arzt sein. Wie frustrierend muss das für die sein, immer nur noch mit Schmerzmitteln die Leute hinzuhalten, anstatt die wieder in ihre eigene Selbstheilung, in ihre eigene Gesundung zu kriegen. Hey, was glaubt ihr, was das für uns schön ist, wenn wir sehen, dass unsere Patienten wieder gesund sind? Ja, wenn die bei uns ein durchlaufender Posten sind. Entschuldigung, bitte den Ausdruck. Ja, alle anderen sagen ja immer Recycling-System und kommen sie wieder. Nein, durchlaufen, gesund und dann 20, 30 Jahre in einer Vitalität stehen, wenn man ein Zimmerlein ist, mal wieder vorbeischauen, damit wir das Leben gestalten können. Wir haben aber einen Nachteil. Wir können mit dem Rotlicht nicht schnell. Einmal, um allein diese Zehenspitzen vorne zu öffnen, brauchen wir oft 1,5 Stunden. Wenn wir mit dem Tensor, unserem hochwissenschaftlichen Gerät, austesten, wann die Patienten wiederkommen dürfen, liegen im Schnitt 6 Wochen dazwischen. Was heute aus unserem Erklärungsmodell resultiert, wenn wir bei jemandem die Zellschwingung anheben, dann wirken wir immer auf die Familienenergie mit. Das heißt, wenn wir einen in der Familie die Schwingungen anheben, dann müssen alle im System letztendlich auch mitziehen oder müssen sich an diese neue Schwingung gewöhnen. So, und da haben wir einen hohen Respekt vor und darum messen wir bei jedem Patienten aus. Ich habe mal eine Patientin gehabt, die sollte erst nach 47 Wochen wiederkommen. Die hatte hochgradig Schmerzen. Da habe ich gesagt, gute Frau, mit dieser Therapie suchen sich einen anderen Therapeuten, mit dieser Therapie erst nach 47 Wochen. Eine Woche später war ihr Enkelkind da. Das war hochgradig mit Antibiotika gefüttert, hatte so gut wie keinen Energiefluss.
Als wir den aufgemacht haben, rief die Frau wieder an und sagte, Herr Stockmann, ich halte es nicht aus. Durchgemessen, jetzt durfte die Frau kommen. Weil das Enkelkind war entlastet energetisch. Ja, die Enkelkinder sind energetisch abgabepflichtig. Und damit ist letztendlich innerhalb des Familiensystems konnte ich die Großmutter auch wieder behandeln. Also deswegen, Evolution geht in vielen Bereichen langsam, aber unaufhaltsam. Ja? Und da sind wir sehr glücklich drüber. Fahrradspeicher und Rücklicht. Denkt daran. Vielen Dank.